So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt wahrscheinlich den Titel gelesen und viele von euch wollen jetzt direkt den Daumen nach unten drücken, aber lasst das erstmal. Heute mal so ein kleines, ein bisschen anderes Video, ja? Der Titel stimmt schon, beziehungsweise darum geht es. Es geht um Hardcore und Normal-Mode. Ich möchte das Ganze aber komplett neutral angehen. Ich habe jetzt die letzten Tage selber hammer oft Hardcore gespielt und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe die Stärken an der Hardcore erkannt, es ist was anderes, es hat mir Spaß gemacht. Und ich akzeptiere eure Meinung, falls ihr Hardcore besser findet als Normal-Mode, falls ihr das lieber spielt. Ich habe absolut wirklich gar nichts gegen Hardcore. Aber es gibt echt eine Menge Leute, das war damals schon zu Battlefield 3 Zeiten so, die in die Kommentare geschrieben haben, von wegen, spiel mal lieber Hardcore, Normal-Mode ist für Pussys oder Normal-Mode gleich Pussy-Mode, spiel mal lieber Hardcore und sowas. Diese Aussage ist aber meiner Meinung nach einfach nicht wahr, beziehungsweise ich kann es nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn wir schon nach diesem Thema skillig gehen, was sowieso ein bisschen dämlich ist, aber wenn wir danach gehen, was jetzt skilliger ist, dann ist meiner Meinung nach der Normal-Mode skilliger als der Hardcore-Mode. Nummer 1. In Hardcore zählt eigentlich nur die Reaktionsgeschwindigkeit. Ich habe in den letzten Tagen wirklich eine Menge Battlefield in Hardcore gespielt und es zählt eigentlich nur die Reaktionsgeschwindigkeit, weil man einfach nur gefühlt 2, 3, maximal 4 Kugeln braucht, bis der Gegner down ist. Und jetzt bloß an die Leute nicht flamen, dass ich mit der Ace 23 spiele, wenn ich auch nur einen Kommentar sehe, der über die Ace 23 flamet. Ich bin jetzt kein Waffenspezialist in Hardcore, aber ist es nicht eigentlich wirklich scheißegal, mit welcher Waffe man in Hardcore spielt, solange sie eine normal anständige Feuerrate hat? Weil dank diesen 3, 4 Schüssen, die man maximal braucht irgendwie, ist es da eigentlich nicht egal, was es für eine Waffe ist, weil die sowieso nicht verzieht und man die sowieso nicht kontrollieren muss. Egal. Das ist auch der Punkt, warum meiner Meinung nach in dem Punkt schon mal Normal-Mode skilliger, wir benutzen dieses blöde Wort jetzt einfach, warum der Normal-Mode skilliger ist. Und zwar, man muss die Waffe kontrollieren können, man muss mit der Waffe umgehen können, man muss die Waffe kontrollieren können, man muss mit seinem Aim auf den Gegner draufbleiben, damit man gewinnt. Ein Hardcore-Spieler wird meiner Meinung nach extreme Schwierigkeiten haben, wenn er plötzlich Normal-Mode spielt und dann da richtig aimen muss, sage ich mal. Weil ein Hardcore, so wie ich es jetzt die letzten Tage mitbekommen habe, wo ich es gespielt habe, ist es so, es zählt die Reaktionsgeschwindigkeit, wer schnell auf dem Gegner drauf ist, dann schießt man seine 3 Kügelchen da ab und dann ist der Gegner down. Einfach nur die Reaktion. Das ist skilliger in Hardcore als Normal-Mode, aber danach finde ich, das ist so der einzige Punkt. Ich denke, ein Hardcore-Spieler wird extreme Probleme haben beim Normal-Mode, weil man halt einfach dieses Aim, lange auf dem Gegner bleiben, überhaupt nicht gewohnt ist. Wie gesagt, ich spreche aus meinen Erfahrungen, die ich hier die letzten Tage gesammelt habe. Und das waren wirklich nur diese 3, 4, 5 Kugeln, wie auch immer. Und da merkt man gar nichts wirklich von der Waffe, wie die verzieht oder was auch immer. Da schießt man seine paar Kugeln, dann ist der Gegner weg und man wechselt auf den nächsten. Hat sich die Waffe dann eh wieder beruhigt. Meiner Meinung nach ist mir jetzt auch so aufgefallen in den letzten Tagen, dass ich Hardcore deutlich einfacher finde als Normal-Mode. Es ist mir deutlich einfacher gefallen, zu gewinnen, besser zu sein, mehr Kills zu machen, wie auch immer. Es ist mir wirklich deutlich einfacher gefallen. Erstmal Hardcore. Dadurch, dass es Hardcore ist, campen auch einfach extrem viele rum. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Es ist wirklich so, die sitzen in der Ecke und dann sind sie da im Haus und irgendein Sniper liegt in der Nähe vom Spawn. Keiner weiß, wo er ist, aber er snipet immer wieder rein. Es ist halt klar, da wird halt mehr gecampt. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also es ist halt, es ist auch im Normalmodus so, aber da ist es halt, da ist es mir wirklich extrem aufgefallen jetzt die letzten Tage. Ich habe jetzt hier in dem Gameplay im Hintergrund wahrscheinlich auch nicht sonderlich mega offensiv gespielt, aber ich habe es schon zumindest so ein bisschen probiert, weil sonst ein Gameplay halt langweilig ist. Punkt Nummer 2. Muss man jetzt wahrscheinlich deutlich besser erklären, aber die Minimap, ja? Diese Minimap bringt einfach neuen Input rein in euren Kopf, ja? Bei Hardcore ist es so, es gibt auf der einen Seite einen Spawn und auf der anderen Seite einen Spawn. Vorzugsweise kennt man die und dann gibt es ein paar Laufwege, die Gegner laufen. Die Sniper laufen gerne da lang, die anderen laufen gerne da lang und dann nimmt man sich halt den Laufweg, wo man gerade gerne langlaufen möchte oder womit man die besten Erfahrungen gemacht hat. Das ist Hardcore. Bei Normalmode ist das natürlich auch der Fall, bloß man hat die Minimap. Das heißt, man muss auf viel mehr achten oder man kann auf viel mehr achten. Nehmen wir an, da sind 3 rote Punkte auf der Minimap, dann muss man sich überlegen, was mache ich als erstes? Wie laufen die Gegner? Was haben sie, von wo sind sie gekommen? Wo werden sie wahrscheinlich langlaufen? Welchen erledige ich als erstes? Das ist in Hardcore nicht. Klar gibt es auch die Map da. Kleiner Tipp, aber nicht wirklich. Und das ist noch so eine Sache. Man muss auf diese ganzen Kram achten, der auf der Minimap passiert und um einen rum und was auch immer.
Es sind jetzt nicht viele Argumente, die gegen Hardcore sprechen. Was heißt gegen Hardcore? Ich finde Hardcore auch super. Ich habe super gerne gespielt. Ich werde es auch weiterhin super gerne spielen. Ich werde wahrscheinlich auch demnächst das ein oder andere Hardcore-Video bringen, weil es mir mega Spaß gemacht hat. Und darum geht es eigentlich in dem Spiel. Aber egal. Zurück zu der kindischen Skilliger-Geschichte. Es sind halt keine Riesenunterschiede zwischen Normal-Mode und Hardcore. Genau deswegen verstehe ich das nicht. Und diese Unterschiede, die es gibt, die sprechen deutlich für Normal-Mode, dass das wirklich schwieriger zu spielen ist. Und auch allein schon die Tatsache, dass, als ich jetzt die letzten Tage Hardcore ein bisschen gespielt habe, dass es mir einfach wirklich deutlich einfacher gefallen ist, da gut zu spielen, als im Normal-Mode. Ich meine, Normal-Mode ist jetzt auch nicht so mega schwer, aber ich habe schon gemerkt, okay, Hardcore, das ist okay, es macht Spaß, es ist einfacher. Und falls ihr da auch eine Meinung dazu habt, habt ihr wahrscheinlich. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute unter euch, die sehr, sehr gerne Hardcore spielen. Ich gehöre jetzt auch dazu. Ich spiele auch gerne Hardcore. Aber findet oder gibt es welche unter euch, die das argumentativ begründen können, warum Hardcore denn jetzt skilliger ist? Eigentlich, wirklich, eigentlich ist nichts von beiden skilliger. Es gibt halt ein paar Unterschiede. Bei dem einen Modus brauchst du die derbste Reaktionsgeschwindigkeit, was bei dem anderen eigentlich auch ganz gut wäre, für Vorteile sorgt, aber nicht zwischen Sieg und Niederlage. Es ist halt bei Hardcore zählt das eine und bei Normalmod das andere. Da ist nichts irgendwie wirklich skilliger. Aber wenn wir danach gehen sollen, das was skilliger ist, dann meiner Meinung nach wirklich der Normalmode. Wegen der Minimap schon allein viel mehr Sachen, auf die man achten muss und die ganzen Waffen kontrollieren zu müssen, was man in Hardcore nicht muss. Ich weiß, das ist eigentlich ein total wirklich kindisches Thema von wegen, das ist skilliger. Aber diese Kommentare kamen in letzter Zeit einfach wirklich echt häufiger als normal. Klar, das Ganze wird hier auch mittlerweile echt größer, weil es richtig geil ist, aber die kamen schon mehr als normal und ich mag was nicht, wenn was nicht stimmt und Leute das behaupten und davon überzeugt sind, dass es stimmt. Beziehungsweise, es hat ja auch nichts mit Recht und Unrecht zu tun, aber schon allein diese Aussage, wenn, dann ist es gleichgestellt. Aber wie gesagt, falls ihr da mit argumentieren könnt und auch mal ein paar geile, längere Kommentare schreiben wollt, würde mich echt interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Erstmal, auch für alle, was spielt ihr lieber, Hardcore oder Normal-Mode? Dass ich da mal so sehe, wie sehr beliebt Hardcore denn doch unter euch ist. Das Video wird jetzt wahrscheinlich echt abnormal viele Daumen nach unten bekommen, weil das viele einfach in den falschen Hals bekommen. Falls euch das Ganze gefallen hat oder einfach dagegenhalten wollt, lasst uns ein bisschen dagegenhalten. Ich bin überzeugt, dass da mehr Daumen runterkommen als sonst. Dann lasst uns auch mehr Daumen hoch als sonst reinprügeln. 1000 Likes. Nein, einfach so ein bisschen dagegenhalten, damit es nicht komplett scheiße aussieht, da das Video. Ich verabschiede mich. Falls es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wahrscheinlich morgen. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.